Die Diskussion um den Stromnetzausbau in Deutschland schlägt jetzt seit einigen Wochen, man kann durchaus sagen, erneut Wellen. Und Grund dafür sind die, es ist hier schon angeklungen, die neuen Vorschläge der bayerischen Staatsregierung, die bisher im, Herr Kollege Glück, beschlossenen Bundesbedarfsplan, da muss man sich nicht mehr dafür einsetzen, sondern dieser Bundesbedarfsplangesetz ist beschlossen. Übrigens mit Zustimmung der bayerischen Staatsregierung. Es ist ja so, wir sitzen ja im Bundesrat bekanntermaßen nach dem Alphabet. Neben Baden-Württemberg sitzt Bayern. Dann sieht man, wer stimmt wie ab. Und so wie wir mit unseren 6 Stimmen dem Bundesbedarfsplangesetz in 2013 zugestimmt haben, hat auch Bayern zugestimmt. Es gibt aber einen Unterschied. Wenn wir die Landesgrenze aus Berlin kommend wieder überschreiten, stehen wir noch zu dem, was wir in Berlin beschlossen haben. Das ist in Bayern anders. Ja, wie das geht, ist mir rätselhaft. Wenn man sich mal vorstellen würde, wir hätten das so gemacht. Ich sage schon immer, ich wäre hier an die Wand genagelt worden, von der Industrie, von der Opposition, von den Medien. Und ich sage dazu zu Recht, weil ich halte das schlicht und ergreifend, für wirklich ein verantwortungsvolles Verhalten, verantwortungsloses Verhalten, was die bayerische Staatsregierung hier gemacht hat. Wenn man noch mal zurückblickt, dann war es so gewesen, im Herbst letzten Jahres erklärte der bayerische Ministerpräsident, dass die großen Übertragungsnetzvorhaben in Richtung Süden, dass die eigentlich gar nicht notwendig wären, sondern er forderte damals stattdessen eine, ich sag mal, von allen deutschen Netzkunden finanzierte Neubau von Gaskraftwerken in Bayern. Das war der Herbst letzten Jahres. Und mittlerweile sieht es die bayerische Landesregierung, die Lösung, es ist hier schon angeklungen, in der Verschiebung möglicher Trassenkorridore des sogenannten Südlink-Projekts Richtung Westen, also sprich um Bayern drumherum, mit der Folge, dass Nordrhein-Westfalen, dass Hessen und Baden-Württemberg hier mit einem solchen Projekt wesentlich stärker belastet werden. Und ganz ehrlich, unter solider und unter verlässlicher Politik, Herr Kollege Nemeth, verstehe ich was anderes. Und wenn Sie ehrlich sind, ich glaube, Sie auch. Und ganz abgesehen davon, dass diese, insbesondere was jetzt den Südlink-Projekt betrifft, diese gemachten Vorschläge für die baden-württembergische Landesregierung völlig indiskutabel sind, schließlich will sich Bayern hier zulasten der benachbarten Bundesländer aus der Verantwortung stehlen. Und ich bin übrigens hier in der Frage in voller Übereinstimmung mit den Kollegen in Hessen und auch in Nordrhein-Westfalen. Und auch die Ministerpräsidenten beispielsweise von Hessen hat sich hier ja sehr klar, denke ich, auch geäußert. Bevor ich auf die bayerischen Vorschläge aber näher eingehe, möchte ich noch mal kurz darstellen, wie die Fakten sich darstellen um das Thema Notwendigkeit des Netzausbaus. Der bedarfsgerechte Stromnetzausbau in Deutschland und in Baden-Württemberg ist ein fester und ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Ich will so weit gehen zu sagen, wer den Netzausbau und den Ausbau der Infrastruktur in Frage stellt, in Zeiten, wo die in Fachbegriffen volatile Einspeisung, sprich Wind und Sonne, zunehmen, der stellt die Energiewende in Frage. Und das gilt, diesen Netzausbau gilt ja nicht nur für den Übertragungsnetzausbau, sondern gilt auch für das Thema Verteilnetze. Ja, wir erzeugen ja heute vor allen Dingen im ländlichen Raum, das heißt in Regionen, wo die Netze gar nicht dafür da sind, diese Erzeugung aufzunehmen. Und deswegen werden wir unabhängig von der Frage des Ausbaus der Übertragungsnetze in den kommenden Jahren auch den Verteilnetzausbau werden wir voranbringen müssen. Es kommt noch was anderes dazu. Netzausbau ist auch, wenn es um Flexibilitätsoptionen geht, vorhin ist das der Begriff gefallen, wir brauchen Speicher und wir brauchen anderes, Herr Kollege Nemeth, der Netzausbau ist die kostengünstigste, mit Abstand die kostengünstigste Flexibilitätsoption und weit vor dem Thema Speicher, das heißt, wenn wir heute Erneuerbare in größerem Maße erzeugen, wie das in Norddeutschland der Fall ist, dann brauchen Sie eine entsprechende Netzinfrastruktur, dann um diese wachsenden Anteil erneuerbarer Energien hier aufzunehmen. Gerade in Baden-Württemberg, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, stehen wir vor ganz besonderen Herausforderungen. Ich will mal die wichtigsten nennen. Erstens, wir benötigen nun mal in diesem großen Industrieland und ein Land mit 10,4 Millionen Einwohnern, benötigen wir relativ
viel Strom, um mal Zahlen zu nennen. Wir haben einen jährlichen Verbrauch von rund 80 Milliarden Kilowattstunden. Wir erzeugen aber in Baden-Württemberg gegenwärtig etwa 60 Milliarden Kilowattstunden. Und dies bedeutet, dass wir schon heute rund ein Viertel unseres Stroms importieren. Übrigens, Baden-Württemberg war schon immer eine Stromimportregion, auch zu den Zeiten, als noch 5 Kernkraftwerke hier am Netz gewesen sind, wenn auch nicht in dem Maße, wie das heute der Fall ist. Zweitens, in den kommenden Jahren, genauer gesagt im Jahr 2019 und 2022, gehen noch 2 große Kernkraftwerke vom Netz als Folge des beschlossenen Atomausstiegs. Das sind nochmal 2,6 Gigawatt an Leistung. Und das heißt, es wird dann nochmal etwa ein Drittel der heutigen Stromproduktion wird dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, das Delta wird eher größer als kleiner, trotz des Zubaus von Erneuerbaren, von KWK und Energieeffizienz in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren. Und dass wir weiter hier zubauen werden, das ist klar. Drittens, wir werden erleben, dass in den kommenden Jahren neben dem Abgang der Kernkraftwerke in Bayern, in Baden-Württemberg, ich meine, es sind insgesamt 6 Anlagen, die hier weggehen, auch im konventionellen Bereich Kraftwerke weggehen, sei es aus genehmigungsrechtlichen Gründen, wie es in Mannheim der Fall ist, sei es aus Altersgründen oder sei es auch aus wirtschaftlichen Gründen, insbesondere unter den heutigen Situationen des Strommarkts. Das heißt, das Delta wird auch dadurch noch größer werden. Und es kommt noch was anderes hinzu. Wir werden unter den Bedingungen des Strommarkts, wie wir ihn heute haben, nicht erleben, dass ein Unternehmen wie EnBW oder MVV oder andere, ganz egal wer, auf die Idee kommt, neue Kraftwerke, Gaskraftwerke zu bauen, sondern nur wenn sich das wieder rechnet, werden wir hier Neubau von Kraftwerkskapazitäten erleben. Meine Vorschläge dazu, Sie kennen sie, liegen auf dem Tisch. Und wir haben heute einen Anteil von etwa 23-24% an erneuerbaren Energien, den werden wir in den kommenden Jahren weiter steigern müssen. Wir haben hier ambitionierte Ziele, ich hoffe auch, dass sie erreichbar sind, trotz aller Schwierigkeiten, Herr Abgeordneter Wolf, bei der Windkraft in der Anfangsphase. Aber ein solcher Zubau an Erzeugungskapazitäten auf Basis der Erneuerbaren oder auch auf Basis von KWK wird den Ausbau der großen Stromleitungen von Nord nach Süd nicht entbehrlich machen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass bis 2022 wir allein in Süddeutschland, Bayern und Baden-Württemberg zusammengenommen, über 8000 Megawatt an atomaren Kapazitäten hier abschalten werden. Und das heißt, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern kann nicht auf den geplanten Ausbau der Nord-Süd-Verbindungen verzichtet werden, ohne dass wir Risiken in Bezug auf Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten, hier auf uns laden. Und ich finde, daran kann man kein Interesse haben. Und das Delta, das wir haben, ich habe ja vorhin die Zahlen genannt, nämlich 80 Milliarden Kilowattstunden Verbrauch, 60 Milliarden Kilowattstunden Erzeugung plus minus, dieses Delta hat übrigens auch Bayern. Bayern hat nach Zahlen der Bundesnetzagentur eine Differenz zwischen Verbrauch und Erzeugung, der liegt etwa bei 30 Milliarden Kilowattstunden. Und von daher verstehe ich die Haltung der bayerischen Landesstaatsregierung hier umso weniger. Es ist ganz offensichtlich, dass es neuen Transportkapazitäten von Nord nach Süd bedarf, um den in Norddeutschland erzeugten und weiter wachsenden Windstromkapazitäten in die Lastzentren des Südens zu bringen, in den Münchner Raum, in den Stuttgarter Raum, in den Raum Mannheim, Ludwigshafen, Frankfurter Raum. Und dieser Ausbau der Netze trägt ganz wesentlich in der Zukunft dann unter den sich verändernden Bedingungen der Energiewirtschaft zur Versorgungssicherheit hier in Süddeutschland bei. Und das gilt insbesondere für die sogenannten HGÜ-Verbindungen Südlink mit einer Übertragungskapazität von 4 Gigawatt. Mit Sorge, meine Damen und Herren, nehme ich deshalb zur Kenntnis, dass die bayerische Staatsregierung einen alternativen Trassenkorridorvorschlag für die Südlink-Verbindung von Wilster in Schleswig-Holstein nach Grafenrheinfeld in Bayern, so wie es bislang geplant war, in die Diskussion gebracht hat, obwohl diese, nochmal, ich habe es eingangs schon gesagt, sowohl von der Bundesnetzagentur bestätigt war, als auch dann von Bundestag und Bundesrat im Bundesbedarfsplangesetz beschlossen war. Und der Vorschlag der bayerischen Landesstaatsregierung, den Trassenkorridor Wilster-Grafenrheinfeld nach Westen zu verschieben und über den östlichen Landesteil Baden-Württembergs nach Grundremmingen zu führen, der muss
schon sehr verwundern. Die bayerische Staatsregierung, meine Damen und Herren, hat es aus meiner Sicht in der Vergangenheit versäumt, die Notwendigkeit des Netzausbaus und die von ihr mitgetragenen Netzausbauplanungen den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort auch zu kommunizieren und zu erklären. Und sie versucht nun, nach diesem Versäumnis die Probleme, die sie halt heute hat, auf die Nachbarländer abzudrücken. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht meines Erachtens mit dem besten Willen nicht. Ich halte das für absolut inakzeptabel. Aber auch aus folgenden weiteren Gründen lehnen wir den bayerischen Vorschlag, was Südlink betrifft, strikt ab. Erstens zielt der Vorschlag hauptsächlich darauf, Bayern auf Kosten anderer Bundesländer zu entlasten. Allein für Baden-Württemberg würde sich aus der geänderten Verbindung Groß-Gartach-Gundremmingen eine Mehrbelastung von rund 150 Streckenkilometer HGÜ-Leitung in unserem Land ergeben. Zweitens stellt der bayerische Vorschlag die bisherigen Netzausbauplanungen für das Projekt Südlink wieder auf Null. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir befürchten müssten, dass wir Verzögerungen bekämen von plus minus 3 Jahren. Und der bislang geplante Fertigstellungstermin 2022, der heute ja schon fast außer Reichweite ist und wackelt, ja, der wäre natürlich nochmal auf Jahre hinaus, würde sich das verschieben mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Und es ist vorhin schon kurz angeklungen, nicht ausschließen kann man dann, dass wir dann über kurz oder lang wieder eine Debatte hätten über die Frage, muss man nicht das ein oder andere Kernkraftwerk, das zur Stilllegung ansteht, dann doch noch länger laufen lassen. Und ich finde, diese Debatte, da sollten wir ein Interesse dran haben, dass uns die allen erspart bleibt. Einen dritten Punkt würde ich noch gerne nennen, nämlich die vorgeschlagenen Änderungen, der würde im Grunde genommen die gesamte Netzplanung in Deutschland betreffen, nämlich nicht nur Südlink, und würde es erheblich beeinträchtigen, und zwar nicht nur zeitlich, sondern auch, und das ist auch wichtig, im Hinblick auf die Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern. Die von bayerischer Seite vorgeschlagenen Planänderungen wurden nämlich den Tatsachen entsprechend würden als massiver politischer Eingriff in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und die ohnehin bereits beschädigte Glaubwürdigkeit des fachlich fundierten Verfahrens der Netzausbauplanung damit endgültig in Frage gestellt werden. Und ich finde, da kann keiner von uns ein Interesse daran haben. Und schließlich viertens ließe sich der bayerische Vorschlag nur mit erheblichen Eingriffen in das auch von Bayern, ich habe es bereits erwähnt, mitbeschlossene, gesetzlich festgeschriebene Verfahren der Bundesbedarfsplanung umsetzen und wäre damit auch noch, und das will ich auch mal noch betonen, rechtlich in hohem Maße angreifbar. Und schließlich muss ich zum wiederholten Male feststellen, dass es der bayerischen Staatsregierung ausschließlich um ihre Leitungen geht und ob eine Streckenführung durch Bayern zumutbar sei. Aber es enden eben keineswegs nur in Bayern 2 Trassen, so wie ich das da teilweise lesen durfte, mit Äußerungen Mitgliedern der bayerischen Staatsregierung. Von den insgesamt 4 geplanten HGÜ-Leitungen enden nach derzeitiger Gesetzeslage 2 in Bayern, aber auch 2 in Baden-Württemberg, und zwar die Strecke Osterrad-Philipsburg, also die sogenannte das Ultranet-Projekt mit einem Enden in Nordbaden und im Korridor A das Projekt Brunsbüttel Richtung Großgartach. Und von einer besonderen Betroffenheit Bayern, finde ich, kann deshalb in keiner Weise hier die Rede sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass der Netzausbau nicht nur unserem Land Baden-Württemberg zugutekommt, sondern auch für Bayern und ganz Deutschland notwendig ist, wenn wir die Energiewende ernst nehmen. Baden-Württemberg, ich habe es eingangs gesagt, steht zu dem beschlossenen Stromnetzausbau. Wir machen hier verlässliche Politik, anstatt nach dem St. Florian-Prinzip zu handeln. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.